Die beiden Bereiche muss man trennen. In der Frage der Wirtschaftspolitik, da hatte man in den 70er, Anfang der 80er Jahre den Eindruck, dass Wirtschaft, dass vor allem das kapitalistische Wirtschaftssystem, dass die dahinterstehende Technologie der zentrale Gegner ist. Weil diese Wirtschaftsform auf einen unerhörten Ressourcenaufbrauch aufbaut, weil diese Wirtschaftsform destruktiv ist, weil diese Wirtschaftsform antihuman ist. Und aus dieser Idee heraus hat man die Wirtschaft nicht nur als Gegner betrachtet, sondern hat keine konkreten Konzepte, wie man mit Branchenentwicklung, wie man mit Technologieentwicklung, wie man mit Kreisläufen innerhalb der Wirtschaft umzugehen hat, sondern hat bestenfalls so grundlegend andere Vorstellungen proklamiert, wie eine ganz andere Wirtschaft aussehen könnte. Aber das hatte was Utopisches, das hatte was ganz, ganz weit Wegliegendes, war also nicht anschlussfähig an den Alltag, war nicht anschlussfähig an das, was real in der Bundesrepublik, in Europa, in den hochentwickelten Volkswirtschaften existiert. Insofern gab es eine komplette Leerstelle bei den Grünen im Hinblick auf die Gestaltung und den Umbau der Wirtschaft in der Anfangsphase. Mit der Sozialpolitik sah es ein bisschen anders aus, wenngleich nicht grundlegend. Auch in der Sozialpolitik hat man sich nicht auf die bestehenden Strukturen eingelassen, sondern hat von Anfang an eigentlich transformativ gedacht. Also wie müsste eigentlich eine Sozialpolitik aussehen, die gute Arbeit, gute Existenzformen jenseits des schlechten Lebens und der schlechten Wirtschaft ermöglicht. Und da spielte sehr früh das bedingungslose Grundeinkommen eine herausragende Rolle. Das heißt, es ging nicht um die Arbeitsmarktpolitik, um die Sozialhilfe, um die Gesundheitspolitik, sondern auch hier um einen Gegenentwurf, der das bestehende System transformieren kann. Und das bedingungslose Grundeinkommen wurde auch hier in unterschiedlichen Varianten bereits gedacht. Ich glaube, es gibt keine andere Partei, in der die Bandbreite der Grundeinkommensbefürworter von Anfang an so differenziert abgebildet werden können, wie es bei den Grünen ist. Also von der liberalen Variante, die sich aus Milton Friedman und dessen Vorstellungen negatives Einkommenssteuer bis hin zur sozialistisch-ökologischen Umgestaltung, wo dann also der Hebel über die Sozialpolitik gesehen wurde, um alles andere dann mit zu verändern. Die Befreiung von falscher Arbeit durch ein Existenzeinkommen, das alle Menschen in die Lage versetzt, sich produktiv in dieser Gesellschaft als ökologisch-humane Wesen zu bewähren. Und jetzt muss man eine kleine Parenthese machen, weil der Beginn der Grünen ist ja gespeist von ganz unterschiedlichen Richtungen. Insofern gab es natürlich immer auch schon von Anfang an Richtungen, die das für nicht richtig erachtet haben und die darauf gesetzt haben, dass es den Grünen gelingt, eine realpolitische Umgestaltung der Verhältnisse vom Status quo ausgehend zu praktizieren und die sich entsprechend auch eingesetzt haben. Und zu diesem Teil gehörten diejenigen, die aus der Sozialdemokratie kamen, diejenigen, die aus den sozialistischen Bewegungen kamen und eng mit den Gewerkschaften zusammengearbeitet hatten und die irgendwie zumindest eine Vorstellung davon hatten, dass der Staat wichtig ist, um existenzielle Regeln und Normen zu garantieren und dass es erstmal nicht nur darum geht, eine andere Welt zu konzipieren, sondern im Kampf um diese Normen sich zu beteiligen und damit auch ein grünes Moment in die Debatte hineinzubringen. Das ist erstens die Beteiligung der Grünen in Regierungen und damit die Verantwortung für das große Ganze. Das hat begonnen in Hessen 1983 bzw. 85. Man hat zwar nicht das Wirtschaftsministerium und das Sozialministerium im Sinne der direkten Gestaltung für sich beansprucht, war aber über die Tagesarbeit in diese Fragen eingebunden. Und das hat auch seine Wirkung gezeigt im Hinblick auf eine Stärkung des realpolitischen Flügels, der sich um diese Dinge gekümmert hat. Und das hat sich auch in der Programmatik wiedergespiegelt, wie man dann beim zweiten großen Grundsatzprogramm Anfang der 90er Jahre auch nachvollziehen kann. Der zweite Punkt nach meiner Einschätzung ist, dass im
Kernbereich grünen Denkens und Handelns, also in der Umwelt- und Energiepolitik, auf einmal realpolitisch reguliert wird und dass die Grünen nicht einfach so tun können, als ginge es nur um eine ganz andere Anmutung von Wirtschafts-Energiepolitik, sondern die findet statt. Man muss sich dazu verhalten und das haben sie auch gemacht und haben Lernprozesse in Kauf genommen, die dann auch ihre Positionen verändert haben. Auf einmal wurde dann die Wirtschaftspolitik zum realpolitischen Feld und dieses realpolitische Feld konnte man mitgestalten und dabei spielte der Staat eine entscheidende Rolle, aber auch der Markt. Und das sind ja zwei Richtungen, die auch innerhalb der Grünen miteinander ringen. Diejenigen, die primär über Regulierung des Staates versuchen, Preise und Angebote und Nachfrage in Einklang zu bringen und diejenigen, die stärker auf den Markt setzen. Und das hat sich auch im Bereich der Energiepolitik abgespielt. Und hier würde ich auf jeden Fall eine wichtige zweite Etappe sehen. Also das ist nicht so, dass die Grünen die Energiepolitik realer Art erfunden haben, sondern die gab es und damit musste man sich auseinandersetzen. Dazu musste man Vorschläge entwickeln. Insofern ist es eine Dialektik, dass die Grünen einerseits ein Produkt der Zeit sind und andererseits gestalten sie selbst ihre Zeit. Und das lässt sich auch in diesem Feld ganz schön nachvollziehen. Und ein Punkt, der nach meinem Dafürhalten immer sehr gering geschätzt wird, der aber nicht zu überschätzen ist in seiner Auswirkung, ist die Wiedervereinigung. Und die in zweifacher Weise, einerseits, weil sich durch die Wiedervereinigung die politische Agenda in Deutschland verändert, weil die sozialökologische Modernisierung, die eigentlich in den 80er Jahren schon auf der Tagesordnung stand, ist Anfang der 90er Jahre wieder zurückversetzt worden in ihrer Wertigkeit auf der politischen Agenda. Und dann kamen sozial- und wirtschaftspolitische Fragen nach vorne. Und das ist der zweite Punkt im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung, der für die Grünen nach meiner Einschätzung wichtig ist, dass die Ostgrünen, die durch die Bürgerbewegung geprägten Grünen, pragmatischer waren und damit den bereits vorhandenen realpolitischen Kurs nochmal abgestützt haben und hier eine Orientierung ermöglichten, die am Ende dann doch eine realpolitische Stärkung grüner Politik im Bereich Wirtschaft und Sozialpolitik ermöglichte. Da ist meine Beobachtung, dass diese strategischen Leerstellen im Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitsmarktpolitischen Bereich sich da noch deutlicher zeigten, weil man hatte zwar im Bereich der Energiepolitik durch die permanente Auseinandersetzung, weil man hier auch eine eigene Reflexionselite besitzt, die in unterschiedlichen Gremien mittlerweile mitmischte, die Voraussetzung für das EEG geschaffen und damit für den entscheidenden Punkt in der Energiewende. Interessant ist die Agenda 2010, weil das Verhalten der Grünen in der Agenda 2010 zeigt eigentlich sehr deutlich diese Konzeptionslosigkeit, weil sie haben das, was die Sozialdemokraten im Angesichte der Kommission, die diese neue Sozialpolitik, Arbeitsmarktpolitik erdacht hat, einfach mitgemacht und teilweise sogar noch überboten, weil Einzelne das ganz gut fanden, weil das so in die Zeit passte, weil man glaubte, so muss man das jetzt machen, aber nicht, weil man eine wirklich profunde, überzeugende eigene Strategie besessen hat, sondern man hat reagiert und hat sich da in den Zeitverlauf eingepasst und hat aber deutlich sehen müssen, dass man eigentlich konzeptionell relativ blank ist. Und das hat sich, glaube ich, auch für die Grünen negativ bemerkbar gemacht, weil sie damit doch weiterhin eine Ein-Punkt-Partei waren, obwohl sie alle Themen irgendwie mitbewegt haben. Aber das Vertrauen wurde ihnen doch am ehesten und wenn überhaupt im Bereich der Energie-, Umweltpolitik zugedacht, weil man wusste, da sind die am Punkt der Zeit, da sind die sensibel, da sind die verlässlich, da kümmern die sich drum und da haben wir auch Erwartungen. Aber in den anderen Feldern ist uns das nicht ganz klar, was die da eigentlich treiben und worauf das hinauslaufen könnte. Und in der Phase Rot-Grün gab es dann natürlich schon gewaltige nachholende Aneignungen von Realitäten, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und da spielen dann die Branchen auf einmal eine nicht unwichtige Rolle, weil
Die Bundesrepublik Deutschland ist von ihrem wirtschaftlichen Profil eine exportorientierte Wirtschaftsnation. 22% der Bruttowertschöpfung sind industriell verankert. Und die Folgewirkungen dieser industriellen Ankerposition in die nach- und vorgelagerten Bereiche geht je nach Berechnung auf fast 50% der Wirtschaft. Und das heißt, eine sozial-ökologische Transformation dieser Gesellschaft kann an diesen Sektoren nicht vorbei. Und dann wird auf einmal auch klar, dass die Frage der Ökologie, der Klimaneutralität und all dieser Dinge, die wird hier mitentschieden. Und da kann man zumindest sehen, dass einiges passiert ist, dass man sich darauf eingelassen hat, dass man gesehen hat, dass wir hier Nachholbedarfe haben und entsprechend nicht einfach so tun können, als gäbe es den Maschinenbau, die Automobilindustrie, die chemische Industrie in Deutschland nicht, sondern das sind die Kernsektoren. Und wenn man dieses Land wirklich substanziell verändern will und damit auch zum Leitsektor für andere Industrieländer werden will und damit wirklich die Klimafrage, die ökologische Frage beantworten will, dann muss man realpolitisch auf diese Bereiche sich einstellen, Konzepte entwickeln, Strategien entwickeln. Und ich finde, wenn ich das hier an dieser Stelle sagen darf, in dem neuen Programm wird einiges von dem sichtbar, was an Lernprozessen und an mittel- und längerfristigen Linien bearbeitet worden ist. Und das ist natürlich epochal, ne? Wenn man also nicht mehr einfach in so einer Zwei-Welten-Lehre lebt, also hier das gute Leben und da das schlechte Leben, sondern dass man eine Vorstellung davon hat, wie man transformativ die bestehenden Verhältnisse so verändern kann, dass am Ende substanzielle Beiträge zu einer besseren Wirtschaft und Gesellschaft entwickelt werden können. Ganz entscheidend für die pragmatische, strategische Aufstellung der Grünen im Hier und Jetzt der Industrierepublik Bundesrepublik Deutschland ist die Übernahme der Wirtschafts- und Industrieministerien auf Länderebene. Und damit ist klar, diese Partei ist realpolitisch dort angekommen, wo diese Republik steht und ist in der Lage, eine führende Rolle bei der sozial-ökologischen Transformation zu übernehmen. Zumindest von der Einschätzung dessen, was zu tun ist. Damit ist nichts darüber gesagt, ob sie als Partei wirklich den Zugang zu den Stakeholdern, den Gruppen hat, die in diesem Bereich aktiv sind. Da ist ein großes Fragezeichen zu machen, weil da ist die Grüne Partei dann doch weiterhin in ihrer Kernsubstanz eine im staatsnahen Bereich und in den selbstständigen Berufen angesiedelte Mittelstandspartei. Und das ist ein großes Problem für sie, um Überzeugungen herzustellen, die in ihrer Herkunftsklientel überhaupt nicht verankert werden müssen, beziehungsweise mit denen die Herkunftsklientel nichts zu tun haben will. Das heißt also, wenn man die industrielle Dimension als Ankerposition für eine bessere ökologische und soziale Republik haben will, dann haben die Grünen nicht nur das Problem, dass sie sich darauf einstellen müssen, sondern sie haben den Zugang zu den entscheidenden Gruppen nicht. Und das ist für die Glaubwürdigkeit, für die Mobilisierungsfähigkeit, für die Handlungsfähigkeit der Partei eine große Herausforderung. Aber was man nicht unterschätzen darf, ist die Übernahme der Ministerpräsidentenposition im automobilen Kernland der Bundesrepublik, das Wirtschaftsministerium in Hessen und damit eine realpolitische Stärke, die vorher nicht da war. Und da ist man dann bei der Frage, schaffen es die Grünen zu einer Volkspartei zu werden, was sie augenblicklich von der Wählerschaft und von der Mitgliedschaft nicht sind. Und Schritte sind getan, aber die Strecke dorthin scheint mir durchaus noch etwas länger zu sein, als viele das vermuten lassen. In der Wirtschaftspolitik würde man natürlich schon wissen wollen, wie sie es mit der schwarzen Null in Zukunft halten. Zweitens, eine Partei, die Dekarbonisierung der Wirtschaft sich auf die Fahnen geschrieben hat,
muss mehr als positive Absichtserklärungen für den Automobil- und Verkehrsbereich formulieren. Der dritte Punkt in der Sozialpolitik ist, ein zentrales Thema ist die Eigentumsbildung. Das heißt also, die Zukunft der sozialen Sicherheit ist nicht nur eine Zukunft, die sich über die Rentenversicherung, über das Gesundheitssystem und den Arbeitsmarkt erklären lässt. Also was ist eine grüne Vorstellung zur Herstellung eines umfassenden Eigentums in dieser Gesellschaft im Sinne Eigentum für alle? Und ein letzter Punkt, der damit eng zusammenhängt, ist die Wohnfrage. Es gibt keinerlei konkrete Einlassung, wie eigentlich eine soziale Wohnungsbaupolitik in Deutschland aussehen könnte, die sozial-ökologischen Vorstellungen sprechen. Da könnte man programmatisch schon konkreter und klarer sich positionieren, als man es augenblicklich tut.